die Thermalbäder in den drei Landesteilen der Europaregion aufzuwerten, zu vernetzen und in die Zukunft zu führen. Darum ging es bei der Fachtagung Innovative Konzepte im Thermalwesen, die in den vergangenen Tagen in Meran stattfand und an der Fachleute und Akteure aus dem Thermalwesen sowie die drei jeweils für das Gesundheitswesen zuständigen Landesräte aus dem Trentino, Südtirol und Tirol, Donata Borgonovore, Marta Stocker und Bernhard Tilk, teilnahmen. Heutzutage gilt es mehr denn je, den Grundbedürfnissen des Menschen nach Wohlbefinden, Entspannung und Gesundheit entgegenzukommen. Und dies soll durch gezielte Angebote sowohl in therapeutischer als auch in touristischer Hinsicht im Thermalwesen erreicht werden. Darin waren sich alle an der Fachtagung Teilnehmenden einig, wobei im Bewusstsein, dass das Thermalwesen einen bedeutenden Tourismusfaktor darstellt, unterstrichen wurde, dass sich die Thermalbäder auf ein integriertes Angebot konzentrieren müssen, das die gesamte Region mit einbezieht. Dies bestätigte auch die Direktorin der Therme Meran, Adelheid Stifter. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Tourismus und das Thermalgebiet sozusagen noch stärker zusammenarbeiten muss. Ich glaube, dass wir hier vielleicht noch zu wenig tun. Wir als Therme Meran beispielsweise haben 160 Partnerbetriebe in ganz Südtirol. Wir arbeiten sehr eng mit ihnen zusammen. Es gibt einen Austausch. Sie schicken uns die Gäste. Es ist eine Win-Win-Situation. Und auf der anderen Seite, denke ich auch, ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch die Therme noch besser auslasten. Und insgesamt sollte der Tourismus noch stärker zusammenarbeiten mit den Thermen. Denn ich glaube, das ist schon ein besonderes USP, einen besonderen Mehrwert, den eine Therme auch einer Region bieten kann. Es gehe nicht nur darum, die immer noch sehr wichtigen Bedürfnisse nach Heilung und Rehabilitation zu befriedigen, sondern auch um das Bedürfnis der gesamten Bevölkerung nach Wohlbefinden. Deshalb müssen die Thermen den Einheimischen und Touristen mit innovativen Konzepten und individuell gestalteten Angeboten, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen entsprechen, ihre Tore öffnen. So die Koordinatorin der Arbeitsgruppe der Trentiner Thermen. In questo momento in modo particolare, dove la medicina non è più. In dieser besonderen Zeit, in der die Medizin nicht mehr nur dazu dient, die Menschen zu heilen, sondern wo wir in einer Wohlfahrtsgesellschaft leben, in der man als Kranker Partner in der Therapie ist und als Gesunder den Krankheiten vorbeugt, um einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Eben da kommen die Thermen ins Spiel. Denn die Thermalkuren heilen. Hier im Trentino haben wir wohlgemerkt 5 Heilbäder mit ihren jeweils spezifischen Indikationen und vermitteln zudem einen gesunden Lebensstil. Arno Wenemoser, Badearzt aus Bad Füssing und Präsident des Verbands Deutscher Badeärzte, erklärte, dass die Thermalbäder einen Wellnessfaktor für Einheimische und Touristen darstellen sollen, die immer stärker an Wellnessdienstleistungen interessiert sind. Diese Dienste müssen demnach unbedingt in das Angebot der Thermen integriert werden. Also wir haben uns die Frage gestellt, inwieweit man Wellnessangebote in den Thermalismus, in das Thermalwesen einbinden kann. Die traditionellen Heilbäder und Kurorte waren immer schon Kompetenzzentren für die Gesundheit und jetzt auch für den neuen Gesundheitsmarkt. Die Wünsche des Konsumenten müssen unbedingt berücksichtigt werden bezüglich Präventionsangeboten und der sogenannten Lifestyle-Medizin. Dafür haben die Thermalbäder, die Thermalismen, die beste Voraussetzung und die besten Eigenschaften.